Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Gold. Ja, wir haben trainiert seit dem letzten Mal und hier sind die Werte. Unser Flash ist Level 50, Berserker 51, Crocodile 53, Eric nur 48, deswegen aber Bruce Level 47. Ich hoffe, diesmal reicht es auch. Was war nochmal das erste Pokémon, was er uns entgegengesetzt hat damals? Ich glaube, das war ein... wir lassen uns einfach überraschen. So. Hä, hast du es endlich, bla 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 bla. So. Dann wird's Zeit, um den Kampf zu starten. Leiter Blau möchte kämpfen. Er schickt einen Tauboss. Genau, Tauboss war es am Anfang. So. Diesmal ohne große Umschweife sofort Donnerschock auf Tauboss. Denn diesmal will ich den Kampf auch gewinnen. So soll das sein. Wieso macht er eigentlich dauernd Ruckzuck, Piep? So viel bringt ihm das doch gar nicht. Naja, mir ist es recht, solange ich EP bekomme und ihn besiege. Bruce bekommt auch wieder EP. Ein Rizeros. Pokémon wechseln, ja klar. Für Rizeros kommt nämlich unser Berserker ins Spiel. Rizeros ist übrigens die Weiterentwicklung von Rihorn. So, und jetzt Surfer. Surfer sollte Rizeros eigentlich richtig heftig treffen. Patatsch. So wie es sein soll. Töte es, los. Nice, really good. So muss das sein, Berserker. Was kommt jetzt? Ein Garados. Gegen Garados nehmen wir dann wieder Flash. Flash sollte eigentlich kein Problem haben gegen Garados. Hoffe ich zumindest. Los, zeig ihm, wer der Boss ist mit Donnerschock. Ach, Regentanz, das verstärkt Donnerattacken. Yes. Beten wir mal so, dass es ein Fatality wird und... Nein, es hat überlebt, scheiße. Ein Hyperstrahl, nein. Wird es töten? Wird es töten? Nein! Flash hat überlebt! Super! Genau so muss das sein. Ich freue mich, was er uns jetzt entgegenbringen wird. Flash ist übrigens 51 jetzt. Yes! Bruce bekommt auch nochmal EP und Bruce erreicht Level 48. Er schickt einen Simsala. Simsala ist Psycho, von daher würde sich... Nein, Eric stirbt sofort nach einer Psychokinese. Ich würde sagen, das ist ein Job für Berserker. Berserker sollte das hinbekommen. So, zuallererst einmal Donnerwelle. Okay, jetzt kommt Drachenwut. Spammen wir ein wenig Drachenwut. Okay, die Psychokinese von Simsala ist richtig heftig. Scheiße, Berserker ist besiegt, aber den Rest wird Bruce machen. Mit Turmkick. Simsala wurde besiegt. Jetzt kommt ein Kokowai. Für Kokowai nehmen wir Flash wieder. Flash sollte es schaffen mit Feuerschlag. Sauber! Ein Arcani. Für Arcani kommt Crocodile. Wow, Arcani sieht majestätisch aus, wie immer. Surfer sollte aber allerdings reichen, um ihn zu one-hitten. Hoffe ich zumindest. Wird Arcani es überleben? Ja, Arcani hat es überlebt, mein Gott! Flammenwurf ist aber nicht so effektiv, als würde es mich jetzt töten. Egal, trotzdem. Jetzt noch einmal als Surfer. Top Genesung? Naja, das kann ich jetzt auch nicht mehr retten. Das war's mit dir.
Crocodile bekommt EP, erreicht Level 54. Und Bruce nicht. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier nimm das. Es ist der Erdorden. Wow, wir haben Blau besiegt. So muss das auch sein. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Ja, sollst du auch nicht. Es wäre echt scheiße, wenn du uns vergessen würdest. Immerhin sind wir diejenigen, die dir gezeigt haben, wer der Boss ist. So, und jetzt bin ich aber echt der Meinung, dass wir unseren Berserker auf 55 trainieren sollten. Es wird so langsam richtig Zeit dafür. Gehen wir ins Pokémon Center. Und pushen es jetzt in der Siegestraße so weit wie nur möglich. Ach nee, wir sollten doch ja zuerst zu Professor Eich gehen, wenn das alles erledigt ist. Mal sehen, was uns Professor Eich zu sagen hat. Ich hoffe, es ist sinnvoll. So. Wow, das ist hervorragend. Du hast die Ohren der Arenaleiter in Kantwerkkampf. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Rice? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen Durchschnittstrainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Rice, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Von dort aus kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht's mit dem Pokédex voran? Mal sehen. In deinem Pokédex sind... Du wirst immer besser. Ja. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Blablabla. Zum Silberberg. Steige auf das Indigo-Plateau. In anderen Worten, wir müssen die Pokéliga jetzt noch einmal bestreiten. Und es wird sehr heftig dieses Mal. Ich bin mir sicher, dass meine Pokémon auch untergelevelt sind für das. Und wir gehen einfach mal versuchen. Und wenn ich merke, dass wir absolut gar keine Chance haben gegen, gegen die Liga, werde ich trainieren und dann weitermachen, wenn meine Pokémon ein gutes Level haben. Aber lassen wir uns erstmal überraschen von meinen Pokémon, wie sie sich so schlagen. So. Oh, ein Habitat, wie süß. Schön hoch. Zack, zack. Dum, 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 dum. Ach nein, hier ist der Silberberg jetzt. Wir können den Silberberg auch so betreten. Hier kommen natürlich gute Pokémon zum Trainieren. Ja. Aber bevor wir zum Silberberg gehen, möchte ich aber dennoch zuerst noch einmal die Liga machen. Also besser gesagt, zuerst einmal hier durch die Siegestraße schnell hindurchfetzen. Surfer. Zack, 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 zack. Oh, ein Golbat, wie süß. Töte es. Ich nehme den EP-Teiler mal weg von Bruce. Bruce braucht das mittlerweile nicht mehr. Da Bruce mittlerweile auch auf Standard-Level ist, sollte ich wohl besser mich jetzt auf Berserker allein konzentrieren. Denn wenn Berserker sich mit Level 55 entwickelt, dann haben wir effektiv eine Chance für die Liga jetzt. So, hier hoch. Na. Ah, scheiß Golbats, ey. Wäre ich jetzt gestorben, hätte es mich echt gar nicht gewundert. Denn von Verwirrung zu sterben, das ist okay. Durch Verwirrung darf man ruhig sterben. Da braucht man sich noch nicht mal zu schämen. Und Berserker ist Level 52. Wir heilen die Pokémon. Kaufen jetzt mal derbe ein. So viel Geld haben wir ja gar nicht mal. Wie viele Hypertränke können wir uns überhaupt leisten? Knapp 10. Und Beleber knapp einen. Also irgendwie müssen wir Geld verdienen. Oder wir gehen mal zurück zu Mama. Aber gut, schauen wir uns jetzt die Liga erstmal an. Ist sie jetzt wirklich schwieriger geworden, wie es war damals? Kommen wir zum ersten Kampf. Ein Xatu Level 40. Nein, die sind immer noch so wie immer. Lol. Oh, jetzt kommt diese Kackverwirrung schon wieder. Anders kannst du echt nicht gewinnen, ne? Nur durch Verwirrung bringst du was rund. Erstmal Donnerwelle.
Oh, nur ein Volltreffer. Das war ja mal klar. Ey, das wundert mich echt so gar nicht. Das ist typisch für die Liga, ey. Durch Verwirrung einen zu töten. Besser können sie es einfach nicht. Das regt mich so auf. Habe ich keinen... Doch, ich habe noch genau einen Beleber für Berserker. Leute, wir werden die Arena sowieso nicht schaffen diesmal. Ich gebe mir auch überhaupt keine Mühe. Ich will einfach nur, dass Berserker noch möglichst viel von der ganzen Sache hat. Donnerwelle und dann Surfer. Ja, sauber. Jetzt ist auch schon tot. Puh, Leute, wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Einfach nur um Zeit tot zu schlagen, nicht wahr? Wir müssen jetzt einfach wohl zum Silberberg gehen. Irgendwie dachte ich aber, dass die stärker werden. Dass der nachher Level 70 Pokémon hat, der Siegfried und so. Aber irgendwie scheine ich mich geirrt zu haben. So wirklich stärker geworden sind sie nicht. Naja gut, ein gutes Training ist das Ganze hier dennoch. Vor allem für Flash, der hier so ganz ohne Problem durchwalzen kann. Oh, Flash wurde vergiftet. Das wundert mich ja auch gar nicht. Immerhin, Giftattacken gehören ja auch zu den sogenannten Statusveränderungen, ohne die die Arenaleiter hier irgendwie gar nichts könnten. So, Crocodile. Jetzt muss nur noch Crocodile sterben und wir sind endlich raus aus der Liga. Und im nächsten Part werden wir dann den, wie heißt es nochmal, den Silberberg hochsteigen. Mal sehen, vielleicht tötet... Nein, wir überleben noch eine Runde. Nein, das war's jetzt aber. Alle Pokémon tot, Absorber, vielleicht reiß ich jetzt noch, um was, um ein wenig einzukaufen. So, gucken wir mal hier. Ja, ein wenig Geld haben wir dazu bekommen. Können wir uns einige Beleber wieder kaufen. So, hier zack, 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 hier runter. Wieder durch die Siegestraße zurück. Ja, das nehmen wir einfach nochmal mit auf. Immerhin kann Berserker so noch ein paar Level-Ups abstauben mit Glück. Oder zumindest nah ans Level-Up rankommen. Ja, Verwirrung for the win, ne? Dauernd werden sie verwirrt von diesen fucking Golbats hier. Superschall, das wundert mich echt gar nicht, ey. Ist ja auch gar nicht schlimm, ich reg mich auch gar nicht auf wegen diesem Kack, ey. Oh, naja, Berserker kommt immer näher an Level 55 ran. Das ist ja schon mal beruhigend. Ach, schon wieder Konfustrahl. Echt klasse. Ja, so mag ich das. So macht mich das richtig glücklich. Das hört man bestimmt auch schon aus meiner Stimme heraus, dass ich so richtig glücklich über sowas bin. Jetzt ist es auch nur paralysiert. So. Gehen wir jetzt mal zum Eingang vom Silberberg. Tangela. Ach ja, wie gesagt, hier kann man besser trainieren als auf der Siegestraße. Und das Tangela ist geflüchtet. Lol. Und ein Ursaring Level 40. Wow, 1000 DP, aber dennoch. Ein Ponita, wie süß. Surfer und tot. Ah, noch ein Tangela. Nein, gegen Tangela kämpfe ich nicht, wenn es sowieso flüchten wird. Hat doch gar keinen Sinn dann für mich. Wieder ein Ursaring, diesmal Level 42. Nice. Wurde auch besiegt und Berserker ist sehr nah an Level 52. Und hier ist ein Pokécenter, lol. Ist hier nicht irgendwo gleich der Eingang vom Silberberg? Hier ist er, der Eingang zum Silberberg. Schauen wir mal kurz rein. Ah. Hier braucht man natürlich Blitz. Ah. So, welches Pokémon von uns kann denn nun Blitz lernen? Sklave, du kannst Blitz lernen? Sauber, gut Sklave, braver Sklave. Du kannst jetzt schon... Nice, really good. Level 45 sind die Pokémon hier, das ist nice. Ach nein, Berserker ist kurz vor 43. 53, sorry. Ah, machen wir das Level nochmal fix. So, was
Immer noch nicht? So knapp. Egal, jetzt aber. Level 53. Noch zwei Level und Berserker wird sich entwickeln. Aber das werden wir wohl erst im nächsten Part sehen, Leute. Denn ich werde hier beenden und im nächsten Part erklimmen wir den Silberberg. Bis dahin, ciao, Leute.